Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar gibt es heute mal wieder ein kleines Unboxing. Ich habe von dieser Marke schon mal was bestellt, aber mir ist eben gerade, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich diese Sachen überhaupt noch habe, eingefallen, dass ich davon kein einziges Stück mehr habe, was ich verkauft habe, beziehungsweise was ich auf der Seite gekauft habe. Ja, aber ich habe mir gedacht, Leute, übrigens, beste Idee. Ich habe mal wieder auf der Seite vorbeigeguckt und habe mal so geguckt, ja, was gibt's denn so? Und es gab so eine krasse, coole Winterjacke und ich hoffe, dass die auch dick ist, weil die war von 35 Pfund auf 10 Pfund runtergesetzt. Also ich habe jetzt knapp mit Versand 20 Euro bezahlt und das ist für eine Winterjacke halt eigentlich nichts. Deshalb hoffe ich, dass sie gut aussieht. Wow. So. Ah, oh, ist mir gerade was auf den Fuß gefallen. Oh, die packen hier mal so Süßigkeiten rein aus, ja, ich schätze mal England. Hello. Please focus. Da, so sehen die aus. Das sind richtig erotische Süßigkeiten. Die packen mir die immer dazu. Die haben das auch letztes Mal schon gemacht bei der Bestellung. Aber ja, das ist die Winterjacke. Es ist eine Winterjacke von Nike. Wie ihr wisst, von dort aus ist immer alles gebraucht. Ich hoffe trotzdem, dass es eine... Ach, mir fällt alles runter. Also heute ist nicht mein Tag. Ja, okay. Also so krass dick ist sie nicht. Sie sieht auch sehr... Ja, man sieht, dass sie gebraucht ist. Das ist keine Frage. Die Kapuze, die es dazu mal gab, die existiert, glaube ich, nicht mehr, weil die ist nicht vorhanden. Aber solange mir die Jacke jetzt passt, und das tut sie, habe ich schon mal einen guten Schnapper gemacht. Ja, die ist halt echt... Also das ist das Einzige, was mich an dieser Seite stört. Ich weiß nicht, warum. Also klar, Vintage, ja, keine Frage. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich da was kaufe. Und ich meine, ja, wie gesagt, es ist Vintage. Ich werde sie auch safe waschen, weil die halt einfach krass nach Schrank oder so stinkt. Aber es kann doch nicht sein, dass die auf der Seite, auch wenn es Vintage ist, so Sachen verkaufen, die kaputt sind. Das ist echt traurig. Also ich finde, die Jacke sieht generell richtig geil aus. Ich werde die waschen und werde sie dann auch ganz normal tragen und so. Aber das ist halt schade, ne? Also das ist einfach, ich finde es schade. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Das ist, wie gesagt, jetzt schon das zweite Mal, dass es so aussieht. An sich ist sonst die Jacke echt nice. Ich werde sie, wie gesagt, definitiv dringend waschen. Aber ja, das sind halt einfach so Sachen, die mich da irgendwie demotivieren, da nochmal was zu kaufen. Weil das jetzt, wie gesagt, ich habe zweimal bestellt und zweimal war bei so Dingern einfach was kaputt. Und ich finde, so Sachen kann man und sollte man nicht weiterverkaufen. Außer man sagt halt, dass sie kaputt sind, aber das steht halt nirgends auf der Seite, dass die Artikel kaputt sein können. Ja, wie gesagt, schade, aber ich werde sie trotzdem behalten. Ich werde sie anziehen, weil sie einfach cool aussieht. Und ich werde sie aber erstmal waschen, weil die fühlt sich ganz, ganz eklig an. So, nee, das kann ich nicht. Muss sie auf jeden Fall waschen. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr die Jacke findet. Ich finde sie generell wirklich, sieht die eigentlich echt cool aus, wenn man sie jetzt nochmal anhat und so ja, ganz betrachtet. Sieht die, wie gesagt, echt cool aus. Ich glaube, die dickste Winterjacke ist es jetzt nicht, aber ja, sie ist schon relativ warm und ich denke, die wird auch sehr warm halten. Deshalb muss ich mal gucken, kann ich sie zumachen? Ich glaube wohl. Ja, kann ich sogar zumachen und es sieht nicht schlimm aus, wenn sie zu ist. Und das ist ja das Gute an der Winterjacke, dass sie ja, also die sieht ja auch von der Farbe her, ich finde die echt geil. Also deshalb habe ich sie ja auch gekauft im Endeffekt. Aber es ist halt schade, dass sie dann runtergesetzt wird und dann, ne? Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Sie sieht aber trotzdem richtig gut aus und ich behalte sie und ja. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass die... Okay, es stört mich schon, diese Löcher, ne? Vor allem hier halt an der Jacke da unten. Das stört mich extrem, weil man das halt auch sieht. Ich meine, hier so am Ärmel, ja, das kann auffallen, muss aber nicht. Aber das da fällt halt übertrieben auf und das ist echt, ja... Sieht ein bisschen verranzt aus, würde ich jetzt schon fast sagen. Und ja gut, ich habe wie gesagt dafür nur 20 Euro bezahlt, deshalb soll es mir recht sein. Ich finde die Jacke cool. Ich hoffe, ihr findet sie auch cool. Ja, dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Video. Das nächste Video, was wahrscheinlich kommt, ist nächsten Sonntag. Alter, das erscheint diesen Sonntag. Habe ich ganz vergessen, diesen Sonntag bin ich 2 Monate auf Testo. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das Video wie ich. Ich bin so gehypt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.